Dann... Die Katapulte sollten unsere Feinde in Schach halten und ihnen einen Angriff deutlich erschweren. Die Ankunft unserer Verstärkung wird unsere Feinde in Schach halten. Dennoch sind wir nicht stark genug, ihnen im offenen Kampf die Stirn zu bieten. Vielleicht kann uns eine List weiterhelfen. Der Weg nach Amistan ist von einer Schlucht umgeben. Wir sollten uns dort einmal genauer umsehen. Ja, wunderbar, da hat sie natürlich dann auch gleich reagiert. Wir werden aber nochmal noch ein Katapult bauen. Unterwegs. Denke ich mir mal zumindest. Und wie wir auch gesehen haben... Das ist die Lösung. Diese Vorrichtung am Eingang der Schlucht lässt sich für einen Steinschlag nutzen. Wir werden den Weg unserer Feinde blockieren. Wir benötigen Steine. Sollte Kanas Heer die Schlucht passieren, bevor der Steinschlag vorbereitet ist, haben wir es mit einer deutlichen Übermacht zu tun. Wir müssen uns beeilen. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Ein Karren wurde ausgesandt. Boah, hier ist ja total viel los. Ich komme überhaupt nicht zum Reden. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Eindeutig komme ich nicht zum Reden. Was ich eigentlich sagen wollte, außer dass unsere Siedler hier am Streiken sind, weil sie keine Kleidung haben, was ich nicht so ganz verstehen kann, aber okay. Wir brauchen... Oh, Saraya. Nein, du kämpfst nicht gegen die. Das sind viel zu viele. Sofort. Geh da weg. Mach was anderes. Geh dich sonnen. Ein Karren mit Rohstoffen so. Ist eingetroffen. Ich weiß nicht. Bring die den garantiert um. Nö. Das ist natürlich auch logisch, ne? Oh, ich sehe, dass ihr da eine Falle für uns errichten wollt. Aber passt schon. Wir greifen das nicht an. Nein. So, jetzt, was ich eigentlich immer noch sagen wollte. Das Teil verbraucht natürlich Stein. Deshalb brauchen wir Munitionskarren. Den Steinschlag auszulösen. Und wir sollten unseren Plan jetzt ausführen und den Steinschlag auslösen. Hoffen wir, dass unser Handeln den gewünschten Erfolg bringt. Rasch, wir müssen uns beeilen. Ja, nur da waren gerade total viele Gegner und die hätten dich umgebracht, Saraya. So, wir haben jetzt hier oben den Munitionskarren erbeutet. Einfach, ja, weil er halt gerade schon da rumstand. Und... Hi. Quasi deshalb nichts gekostet. Wir stellen ihn jetzt einfach hier unten in die Ecke, dann holt sich das Katapult das nämlich selbstständig raus. Saraya, geh bitte dorthin. Dann lösen wir den nämlich auch gleich aus. Und freuen uns, dass wir dieses Ziel da oben immer noch nicht haben. Ach, das sind ja die Tribuchis. Diese Barriere ist unüberwindbar. Kanas Krieger stellen keine Gefahr mehr für uns dar. Naja, unüberwindbar würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen. Also... Eindeutig nicht. Man kann außen rumlaufen. Kanas Truppen können uns nichts mehr anhaben. Nun müssen wir uns den Verrätern aus Biorad stellen. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Ach, jetzt schick doch bitte das letzte Tribuschi, damit ich hier Leute da unten rausholen kann. Okay, man sieht, Finalaufgabe, halte 14 Minuten lang durch. Offensichtlich. Weiß halt nicht, was das dann... Ja, gut, wir müssen auf jeden Fall jetzt hier 14 Minuten lang durchhalten. Und, ja, das... Hatten wir das nicht letzte Mission schon mal? Oder war das vorletzte? Wir hatten das doch jetzt irgendwie letztens erst, wo wir so und so lange durchhalten mussten. Bin ich mir ziemlich sicher. Wir werden angegriffen. Wo? Ja, unser Katapult schafft das schon. Tada! Katapult 1, Gegner 0. Sehr schön. Dann müssen wir aber trotzdem nochmal einen Munitionskarren hin tun. Und wir haben ja Steine in Massen. Das ist ja fast nicht zum Aushalten. Mit Rohstoffen ist eingetroffen. Bestellen wir das einfach mal wieder ab. Und freuen uns, dass da oben schon wieder ein streikender Segler wegen Kleidung anmarschiert kommt. Ja, der müsste jetzt hier eigentlich auch schon nachgeladen haben. Hat er auch, wie man sieht. Es ist ganz schön, dass sie das halt eigenständig machen. Ja, da oben bringt der Belagerungsturmkarren natürlich total viel. Ach Gott. Das sind ja wirklich total schlaue Gegner. Ich bin beeindruckt. Nein, greift die Gegner mal an.
Wir hatten doch noch Bogenschützen. Genau, ihr geht mal bitte auf die Mauer. Und hinüber. Ja, die greifen hier irgendwie immer diese Mauer an. So, Neues hier oben hingestellt. Was aber irgendwie noch gerade nicht so ganz kämpfen möchte, habe ich das Gefühl. Und Munitionskarren, das ist nett. Nehmen wir den doch gleich mal mit. So. Munition kann man ja schließlich immer mal brauchen. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begut. Nein, hier kommt die wieder runter. Die Regenzeit hat eingesetzt. Ja. Ich überlege, ob wir jetzt noch ein paar Soldaten kaufen. Vor Anker gegangen. Kommt und überzeugt euch selbst von der Qualität und dem Angebot meiner Waren. Ja, bleibt ihr hier jetzt wohl mal stehen? Ja. Die wissen nicht so ganz, wo sie hinwollen, habe ich das Gefühl. Ach, jetzt kommen sie wieder mit einer Ramme an. Naja. Ein Trebuchet ist am Hafen angekommen. Ja, das letzte, endlich. Abfangen, bevor es nach Biorad gelangt. Zack, abgefangen. Sehr gut. Die Trebuchets konnten ihren Bestimmungsort nicht erreichen. Sie stellen keine Gefahr mehr für uns dar. Wir werden angegriffen. Kann ich die nämlich endlich auch alle hier hochholen? Und ja, wir könnten... Sofort. Wir holen uns mal noch ein paar Söldner. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Wir holen uns mal noch ein paar Söldner. Haben wir nicht noch irgendwo Militär? Da haben wir noch Bogenschützen. Guck mal hier. Jawohl. Und sonst haben wir hier gerade nichts mehr. Aber die kommen ja hier auch gleich. Da sind sie alle. Sind sogar diese Guten, also nicht die Söldner. Sondern die halt auch schon 6 Fackeln dabei haben. Eigentlich viel, viel besser. Du hast nur noch 2x Stein. Das heißt, wir müssen... Ich denke mal, das ist ein Munitionskarren. Ich komme da ein wenig durcheinander. Stellen wir den nicht wieder hier hin. Der hat den auch wieder verbraucht. Das heißt, wir brauchen noch einen. Den tun wir einfach mal wieder dorthin. Ja, und so wie es aussieht, müssen wir jetzt halt einfach abwarten. Hinauf und hinüber! Ja, Munitionskarren ist wieder weg. Ja. Sofort! Ja, müssen das scheinbar hier echt nur aushalten. Abwarten, ob sie vielleicht mal da oben angreifen. Es wäre ja eigentlich irgendwo schlauer, hier oben anzugreifen. Aber wenn sie das nicht möchten. So, jetzt habe ich fast vergessen einzukaufen. Ein Getreidebauer hat 2 müssen reichen. Kein Kornfeld. Ihr habt uns gerettet und uns aus der Sklaverei befreit. Wir stehen tief in eurer Schuld. Saraya, diese Schlacht haben wir gewonnen. Doch der Krieg ist noch lange nicht vorüber. Bis diese armen Siedler sicher zurück in ihre Heimat ziehen können, steht uns noch ein langer und beschwerlicher Weg bevor. Dieser Weg führt nach Tela. Ich muss meinen Vater finden. Er verhält sich so merkwürdig. Sein Verschwinden erfüllt mich mit großer Sorge. Lasst mich mit meinen Gedanken allein, während ihr unseren Abzug vorbereitet. Meine Tochter, ich bin gekommen, um dich vor diesen Eindringlingen zu retten. Kana wird uns beide beschützen. Komm, lass uns von hier verschwinden. Vater, nein! Was ist mit dir? Du begehst einen großen Fehler. Oh, sie haben die Saraya entführt. Und ich bin gerade total überrascht, dass die Mission zu Ende ist, weil ich glaube, das waren die kürzesten 14 Minuten, die ich je erlebt habe. Also ich glaube nicht, dass das 14 Minuten waren. Also, vor allem, ich weiß jetzt auch gar nicht, was genau jetzt die Bedingung war, dass wir jetzt gewonnen haben, weil ich habe ja gedacht, hey, müssen jetzt da durchhalten, aber scheinbar mussten wir nur eine gewisse Anzahl Gegner abwehren. Oder töten, oder ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie wir, beziehungsweise wie ich mir halt schon gedacht und auch, glaube ich, noch gewusst habe, der Vater ist quasi, ja, nicht übergelaufen, aber halt so ein bisschen übernommen worden.
weil ja, man weiß ja, dass halt so etwas fanatischere Gruppen doch auch ein paar andere Überzeugungsmethoden haben. Also ich glaube halt nicht, dass er das bei klarem Verstand tut. Sie hat ja auch schon mal erwähnt, dass er relativ so ist. Und ich sehe gerade, hier links am Rand steht Markus. Und da stehen auch noch die Gegner. Und ich glaube, da steht sogar auch noch Saraya. Das heißt, die sind zwar schön aus dem Bild gelaufen, aber haben es leider nicht ganz in die Requisite zurückgeschafft. Naja, sehen wir dem einfach mal nach, konzentrieren uns da auf die Tierchen, die um den Brunnen herumstehen und freuen uns darüber, dass wir dann doch noch gewonnen haben, auch wenn ich wirklich keine Ahnung habe, was genau jetzt die Bedingung war, aber das ist jetzt auch nicht tragisch. Und das nächste Mal können wir dann vermutlich auch nicht Saraya spielen, weil die ist ja entführt worden, also gerettet. Ne? Sie ist jetzt quasi vor sich selbst gerettet worden und vor sich nicht. Und da Markus losgeschickt wurde, würde es mich auch nicht wundern, wenn wir nächstes Mal Markus spielen müssen, was ich total toll finde. Aber okay, dann ja, sehen wir uns dann das nächste Mal gleich mit der nächsten Mission wieder. Und bin gespannt, wie es weiterläuft. Ich habe das Gefühl, es wird irgendwie immer chaotischer, was ich verzappe. Aber dann wird es vielleicht auch interessanter zuzugucken. Ich bedanke mich wie immer fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!